Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber, hier bei Heisenberg zockt. So, dieser Holzzug, der spielt jetzt gleich eine Rolle, denn wir waren eigentlich auf der Suche nach einem Depot hier für den Zug, der Stahl von da oben hier runterbringen soll. Jetzt gibt es aber schon seit einiger Zeit immer wieder Kommentare, die eine relativ gute Idee beinhalten. Warum ich das noch nicht gemacht habe, erkläre ich gleich. Nämlich, dass dieser Zug hier Stahl von da oben mitnimmt nach hier unten, dann fährt er nämlich nicht leer zurück. Dann kann er hier oben die Bretter holen, bringt die darauf, nimmt da Stahl mit, bringt die hier runter. Das ist wirklich eine gute Idee. Das Problem, was ich damit hatte, war, der Zug hat so eine lange Strecke, wenn wir den auch noch irgendwie hier reinschicken, dann muss er hier wieder raus. Ja, das dauert, dann bricht hier oben je nachdem die Produktion zusammen. Das war ein bisschen meine Angst. Aber wir können es natürlich folgendermaßen machen. Wir machen einfach einen zweiten Zug. Wir verstärken die Linie und dann machen aber beide Züge genau das gleiche, nämlich sie holen hier oben eben noch Stahl. Das würde uns ersparen, dass wir hier einen Zug haben, der nur Stahl holt und dann von hier wieder leer zurückfährt. Also das ist ja unsinnig eigentlich, da habt ihr komplett recht. Gut, dann müssen wir mal schnell gucken. Zuerst mal, ob hier bei dieser Linie... Ach, da haben wir schon zwei Züge, ne? Das ist ja umso besser. Gut, da müssen wir keinen Zug dazu tun, dann würde ich das mal so lassen, wie wir es haben. Aber jetzt ist halt die Frage, ob diese Rungenwagen, kann man mit denen auch Stahl transportieren? Ich brauche mal ein Depot. Einmal mehr. Rungenwagen waren das. Okay, das werden wir rausfinden. Züge kaufen. Das wäre natürlich schon die Grundvoraussetzung, sonst funktioniert das Ganze definitiv nicht. Also Rungenwagen haben wir. Nur Rungenwagen. Waren das die hier? Die könnten tatsächlich auch Stahl produzieren. Also nicht produzieren. Nee, das können sie beim besten Willen nicht, aber sie können transportieren. Da steht einfach Rungenwagen. Das müssten... Welche müssten das denn sein? Die machen hier, nehmen wir 160. Die machen auch 160. Ich weiß jetzt nicht welcher. Ist aber auch egal, weil beide können Stahl transportieren. Das heißt aber, wir müssen den Zügen hier... Ne, müssen wir nicht mal. Ich wollte gerade sagen, den müssen wir noch sagen, dass sie auf automatisch sind. Das sind sie aber sowieso. Dann können wir das Ganze einfach so lassen. Jetzt müssen wir aber gucken, was müssen wir mit der Strecke machen. Das ist natürlich auch klar. Aber wir brauchen hier oben wieder eine Ausfahrt. Also, jetzt mal grundsätzlich. Die fahren hier hin. Die müssen, Stahl müssen sie dann von hier vorne mitnehmen. Das bringt dann die Strecke doch ein bisschen durcheinander. Das ist ganz klar. Wir könnten höchstens mit LKWs hier Stahl nach hier hinbringen und den hier abholen. Aber ob das wieder funktioniert, weil das ist dann schon wieder irgendwie über sieben Ecken gedacht. Also in der Theorie wird es wahrscheinlich klappen. Ob das in der Praxis funktioniert, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Also dann müssen wir das tatsächlich so machen, dass dieser Holzzug noch da lang fährt. Also, ich brauche mal die Linie. Jetzt wird es interessant. Nehmen wir die mal, machen hier zu, machen die Linie auf. Der kommt jetzt hier daher. Okay, hier ladet der Bretter ab. Das sehe ich soweit richtig. Hier für diese Firma, genau. Dann muss er neu nach da hinten. Kann er das, wenn er hier in dem Gleis ist? Das kann er im Moment noch nicht. Das müssen wir so bauen. Er macht natürlich dann einen Umweg. Das ist auch klar. Er ist dann hier vorne drin. Wie kommt er dann wieder da runter? Das ist dann auch noch die Frage. Oh, das ist tatsächlich, das ist ein Umweg. Ich würde dann vielleicht doch das Ganze mit LKWs anleihen. Dass wir hier wirklich mit LKWs Stahl hier hinbringen und der hier dann auf den Zug geladen wird. Dann muss er nicht extra noch hier lang. Hier vorne müssen wir wieder irgendwie eine Umleitung bauen, dass wir irgendwie wieder hier in diese Gleise reinkommen. Er könnte höchstens... Ne, kann er eben auch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier in das Gleis rein. Müssen wir hier wieder ein Weichensystem machen. Belasten diese Schienen wieder. Dann käme man hier unten wieder rein. Dann haben wir aber den Bereich hier wirklich nur noch für eine Spur gebaut. Ne, das ist Käse. Wir machen das anders. Also, wir machen das mit LKWs. Ich hoffe, das geht. Wir werden sehen. Als erstes nehmen wir mal eine neue Straße. Weil die sollen auch ein bisschen Tempo haben können. Das wäre mal die hier mit 100 km/h. Und dann, zack, machen wir hier mal den ganzen Bereich. Hier müssen wir wieder segmentweise, wenn es geht. Ja, geht. Okay, dort geht es nicht mehr, das ist aber egal. Das hier ist wichtig. Warum machen die hier eigentlich so eine Kurve? Wisst ihr was, das... das kappen wir schnell. Machen wir kurz Pause. Weil also so krumm muss hier kein Mensch nach hier vorne düsen. Das kostet alles auch wieder Tempo. Das ist halt eine Straße, die die KI gebaut hat. Wir machen die ein bisschen schöner. Soll ich das hier auch noch kappen? Ja, dann können wir hier die Straße nämlich nehmen. Zack. Nehmen wir hier lang düsen. Aber nicht gleich wieder zuerst mit einer Kurve. Come on. Das muss jetzt echt nicht sein. Ja, ein bisschen Kurve, okay. Ein bisschen Kurve ist immer. Sollen wir das auch noch kappen? Das gefällt mir auch nicht.
Machen wir das alles nochmal weg. Machen sie hier wieder hin. Ja, das geht dann nicht. Schade. Geht's von hier? Ne, brauche ich eine andere Straße. Die zum Beispiel. Nicht, dass wir das jetzt nicht mehr zusammenhängen können. Wobei, das kam von hier hinten, das Ding. Machen wir mal hier hin. So, irgendwo muss man doch hier reinkommen. Echt jetzt? Geht nicht? Okay, wisst ihr was? Zack, das kommt auch weg. Das bauen wir nochmal neu. Jetzt erstmal Straßensystem vernünftig machen hier. Zack, hier raus, da rein. Passt mit der Straße, ist okay. Dann kriegt er hier, wir sind im Pausenmodus, also da sollte nicht allzu viel passieren. Dann kriegt er hier irgendwie vielleicht sogar was Größeres. Wie viele Linien haben wir hier? 4 Linien, das ist perfekt. Zack, kommst du hier hin, bestens. Und jetzt brauchen wir hier wieder eine Wegfahrtmöglichkeit. Ja, irgendwie von hier, okay. Ist das der 100er? Jawohl. Dann haben wir das hier kurz umgebaut und ziehen hier straight ahead die Straße lang. Nach hier vorne und hier rein. Und hier lassen wir mal die alte Straße noch für einen Moment. Ist okay, so, das sieht doch schon viel besser aus. Vor allem, ja, es ist halt doch definitiv die schnellere Variante. Hier nochmal kurz mit dem Wischmob drüber, damit das alles wieder noch ein bisschen was aussieht. So, passt. Gut, die Straße hätten wir. Dann können wir jetzt die Linie machen. Das wäre dann von, zack, hier. Einmal hier geradeaus rüber, hier hin. Und das ist dann der Stahlzubringer. Wir haben lauter Zubringerlinien. Stahl. Ja, machen wir doch wieder Zubringer. Zubringer. Und dann eben LKW. Aber das L bitte noch groß. LKW. So. Haben wir. Das war der falsche Dingens. Jetzt hier, das ist das Richtige. Passt. Ein Depot. Ein Straßenverkehrsdepot. Was macht denn hier die Straße? Ja, die führt einfach da noch lang. Die ist vom Bahnhof. Das ist egal. Hier haben wir ein Depot. Nehmen wir doch gleich mal. Wir brauchen LKWs, die Stahl transportieren können. Da wäre doch irgendwie sowas eigentlich noch cool. Die können sogar Stahl transportieren, aber die ver... Ja, erstens kosten sie halt relativ viel. Das ist reiner Schönbau. Die wären auch nett hier. 1,3 Millionen. Die Betriebskosten gehen eigentlich. Das ist halt auch von der Kapazität her auch ein bisschen gar hoch. Wir haben ja den in der Stadt drin, den einen. Die sind mir zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen gucken müssen wir. Nicht, dass wir irgendwann hier wieder Probleme bekommen. Wer kann denn noch mit Stahl umgehen? Der ist mir zu teuer. Wie sieht es bei dir aus? Du bist Getreide. Der würde funktionieren, nehme ich an. Ja, der kann eigentlich alles transportieren. Dann stellen wir 308. Ja, ja, der kostet auch nicht viel. Der macht 80 km. Haben wir noch jemanden, der 100 macht? Ja, dann sind wir bei den generischen. Was haben wir hier unten noch? 100 km, 430 Stahl, 21 Kapazität. Nehmen wir doch den mal. Okay, stellen wir hier aber ein. Nicht, dass er irgendwas Falsches mitnimmt. Gucken wir mal, 3 Stück, wir nehmen mal 5. Linie zuweisen. Wäre der Stahlzubringer LKW. Dann können wir hier eigentlich wieder laufen lassen. Dann wäre das schon mal gewuppt. Also, die holen jetzt hier Stahl. Bringen den nach hier. Das machen sie aber erst, wenn hier der Zug entsprechend... Ja, nee, das müsste eigentlich sowieso klappen. Wir müssen hier nur den Fahrplan ändern. Jetzt müssen wir aber gucken, was der genau macht. Also der fährt hier zurück, fährt hier runter. Dann wird er hier einen Abzweig nehmen, düst hier in dieses Gleis rein. Hier habe ich noch eins vergessen. Das stimmt, da stand mal in den Kommentaren. Ich bin über eins rübergesprungen. Ja, das müssen wir halt irgendwie auch noch verbraten. Kriegen wir hier eine Weiche hin? Können wir ja mal gucken. Ja, es würde, glaube ich, gehen, aber... Man sieht schon, das sieht je nachdem ein bisschen komisch aus. Dann wird hier aufgeschüttet, unter der Brücke. Ich werde es für den Moment mal lassen. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Ich meine jetzt das hier wieder noch da reinwürgen. Ne, das lassen wir. Wir gucken später vielleicht mal noch. Jetzt habe ich gerade überlegt, welches Gleis haben wir denn hier? Das müssen wir natürlich auch noch wissen. Das hier. Okay, müssen wir von hier rauf. Gerne mit irgendwie Tempo. Das ist halt wieder eher schwierig, habe ich das Gefühl. Höher kommen wir hier nicht, weil wir hier in der Grube drin sind. Na ja, gut, ist die Bahnhofsausfahrt. Das spielt ja keine Rolle. Die Frage ist, kommen wir hier auf diese Höhe irgendwann? Ja, nee, das sieht nicht so aus. Ah, das ist natürlich blöd. Und wenn wir da außen oder unten rumgehen, dann kämen wir hier wieder raus. Dann müssen wir hier rein. Das wird auch nicht klappen. So eine Kurve kriegen wir nicht hin. Man könnte höchstens... Ja, es ist jetzt ein Üben. Ich muss mal gucken, was ist hier am besten. Dass wir so wieder in die Gleise reinkommen.
das wäre eigentlich fast eher zu machen, habe ich das Gefühl. Weil hier haben wir nicht so eine Steigung drin. Weil ich komme hier... Ich glaube, ich komme hier tatsächlich nicht raus. Wenn ich hier so rausgehe... So, dann hier... Zack, zack, zack. Maximal runter. Das jetzt weiter ziehe. Das geht schon mal nicht. Das geht bis hierhin geht's. Dann haben wir hier diese Höhe. Und von hier runter, da sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Das ist, ja guck mal, das ist viel zu hoch. Das ist maximale Steigung, das ist maximale Senkung. Das geht nicht. Das müssen wir tatsächlich anders machen. Okay, dann können wir das ja wieder kappen. Schön, dass wir es mal probiert haben. So, wir müssen das hier unten irgendwie machen. Wenn wir einfach im gleichen Dingen wieder zurückgehen. Ja, das funktioniert nicht. Wir kommen hier in die falsche Richtung. Das müssen wir wirklich anders lösen. Irgendwie, ich glaube, hier unten durch wäre schon ganz angenehm. Wenn wir das irgendwie hier so rausgehend machen. Reicht das von der Höhe her? Nee, das reicht überhaupt nicht mit N. Ja, geht auch nicht, wenn wir hier lang düsen. Ja gut, die Straße ist natürlich relativ schnell weg. Das ist kein Ding. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt die Straße kappen. Wenn wir die Höhe nehmen, also wenn wir raufgehen, das wird vermutlich auch nicht reichen. Wir kommen hier nicht rüber. Nee, wir haben einfach eine Kreuzung. Wobei man sagen muss, die Kreuzung wäre eigentlich egal. Nee, wäre sie nicht. Wir haben zwei Züge. Nee, die wäre nicht egal. Ich dachte gerade, spielt ja keine Rolle, weil keiner daherkommt. Aber da kommt natürlich doch einer daher. Nämlich der Bretterzug, der dann die Bretter hier wieder runterbringt. Nee, das geht nicht. Okay, wir machen das so. Wir düsen mal hier rüber. Dann gehen wir hier unten durch. Das wäre dann so. Hätten wir hier einen Bahnübergang, das ist okay. Und dann machen wir hier irgendwie eine Kurve unten durch. Und holen Schwung und gehen da rein. Ja, geht's euch gleich wie mir? Mir gefällt das überhaupt nicht. Weil das ist eine Riesenverzögerung. Das ist eine Riesenverzögerung. Das muss irgendwie nicht sein. Aber wenn wir halt hier nicht in die Gleise reinkommen, wir könnten höchstens probieren, dass wir hier halt neu bauen. Also sprich, ja, Moment. Ich muss mal schnell gucken. Linie? Ja, doch, das passt. Das war die hier. Dass wir hier neu bauen, im Sinne von, wir gehen hier meinetwegen sogar einen Tunnel rein. Gehen hier rauf. Machen das Ganze ein bisschen höher, das wäre dann so. Und kommen hier wieder raus und gehen da wieder ins Gleis rein. Das würde uns diesen Kringel ersparen. Kostet vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir es bauen. Das ist aber egal. Die Frage ist halt, reicht's? Reicht's, um da oben reinzukommen? Ich mach's mal so. Ich baue es mal. Kostet 100.000. Das können wir uns leisten. Wir müssen es aber so haben. Portal lasse ich. So, jetzt hier gleich mal Höhe generieren. Ja, aber da irgendwann rauskommen. Ach, come on. Nie und nimmer. Doch, hier werden wir rauskommen. Aber nur, wenn wir da die Straße haben, wenn wir da einen Bahnübergang machen, dann kommen wir hier tatsächlich früher raus. Naja gut, dann müssen wir es in kleinen Schritten machen. Aber das geht auch nicht. Wir kommen hier nicht raus. Nicht vernünftig. Wenn ich hier rüber gehe... Ja, geht auch nicht. Wir kommen auch nicht raus. Wir müssen hier oben in diesen Bahnhof rein. Ja, blöd. Okay, das gibt's halt manchmal, dass man eigentlich eine gute Idee hat, aber dann wird's halt von der Strecke her relativ schwierig. Und genau das haben wir jetzt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dann schreibt die in die Kommentare. Aber wenn ich das jetzt hier noch gewuppt kriege, dann müsst ihr es nicht mehr in die Kommentare schreiben. Nee, geht nicht. Das geht so tatsächlich nicht, weil wir hier wirklich einfach raufgehen. Schade. Wenn ich hier in die andere Richtung gehe, ich muss einfach irgendwie die Erde wieder zurückkriegen. So wird's gehen. Okay, dann sind wir hier hinten. Und dann mit einer Kurve, dann kreuzen wir hier aber wieder noch. Bringt nichts, wenn wir in diese Gleise reingehen. Wir müssen dorthin. Und so geht's halt tatsächlich nicht. So wird's funktionieren. Und jetzt hier vielleicht mit einer Bergstrecke hoch. Ja, aber wisst ihr, was uns das an Zeit kostet? Dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich besser, wir hätten einen zweiten Zug, der tatsächlich nur Stahl holt. Weil das wird hier unsere Bretterlinie dermaßen binden. Ja, gefällt mir nicht. Ich baue es trotzdem mal. Ich guck mal. Ja, so wird's funktionieren. Da müsste man da hinten eigentlich reinkommen. Okay, das könnte man machen. Lasst uns das doch mal testen. Und zwar so. Haben wir hier irgendwie unsere... Ist da noch Verkehr von uns? Ja, da ist irgendeine Linie unterwegs. Oh lala, da sind mehrere Linien unterwegs. Okay, da kann ich jetzt aber keine Rücksicht mehr nehmen, weil sonst kommen wir hier gar nie mehr rein. Ich kann da nicht eine Brücke machen, das geht nicht.
Dann kommen wir hier hinten wieder nicht mehr rein. Sonst müssen wir hier wieder rüber. Oh nee, das ist zu kompliziert. Aber wir könnten natürlich im Prinzip hier von der Straße eine Brücke machen. Lass uns das mal kappen. Dann ist es weg. Dann können wir nachher gucken, was wir damit anstellen. Und jetzt hier irgendwie rein. Das würde tatsächlich funktionieren. Dann machen wir das mal. Zack, okay, passt. Jetzt gucken wegen der Straße. Nehmen wir das hier nochmal weg. Schnappen wir uns die Straße hier. Oder eine Unterführung wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, die wäre dann so. Gefällt mir eigentlich eh. Und hier die kleine Straße. Ja, dann nehmen wir auch die kleinere. Das ist ja sogar die richtige gewesen. Die geht dann so rein. Dann haben wir das hier auch wieder gemacht. Und jetzt bräuchte ich natürlich einmal mehr Kollege Wischmob, um hier die Spuren zu beseitigen. So, keiner merkt mehr, dass wir hier gebastelt haben. Bestens. Das funktioniert auch. Gut, dann müssen wir im Prinzip jetzt die Linie natürlich ändern. Das wäre dann Baumstämme Wenzen. Die würden, jetzt muss ich genau gucken, die holen hier oben Wenzen Abzweig, holen die Holz, also beziehungsweise die Bretter. Dann düsen die hier lang. Das ist alles okay. Und zwar nach Karcher Anbau. Das wäre hier oben. Hier haben wir Karcher Anbau. Dann holen sie, beziehungsweise sie laden dann mal die Bretter ab und im Idealfall nehmen sie dann Stahl mit. Fahren hier wieder zurück. Und dann müssen sie eben jetzt nach Karcher Anbau hier unten rein. Mal gucken, ob das klappt. Jawohl, machen sie. Und hier hinten düsen sie wieder rauf und kommen da wieder rein. Und hier fahren sie wieder zurück. Ja, das passt eigentlich perfekt. Ich denke, das können wir sogar laufen lassen. Dann werden wir das hier noch schnell umbenennen. Das ist nämlich Bretter Stahl. Wenzen, das können wir lassen. Das würde ich mal sagen, passt soweit. Haben wir hier einen Abstand? Mal schnell gucken. Doch, da haben wir einen Abstand. Passt. Enter. Na, jetzt. Bretter, Stahl, Wenzen. Okay, jetzt mal gucken, was macht der Zug. Der fährt jetzt zurück mit den Brettern. Haben wir gerade einen, der irgendwie sonst noch unterwegs ist. Also den zweiten der Linie, den suche ich eigentlich. Irgendwo muss er ja sein. Die Frage ist, wo? Hier ist er. Ja, jetzt schauen wir mal, was der macht. Was hat der im Fahrplan drin? Wahlweg Zentrum. Wie heißt der Bahnhof hier unten? Moment. Hast du keinen Namen? Wahlweg Zentrum. Das funktioniert. Hat der Stahl dabei? Nein. Aber jetzt müssten diese LKWs hier oben Sinn haben oder Sinn machen. Weil das müsste jetzt eigentlich angekommen sein. Ja, guck mal. Hier liegen tonnenweise. Oh, hier liegt tonnenweise Stahl für uns. Sehr gut. Da brauchen wir wahrscheinlich sogar noch ein paar zusätzliche LKWs. Was haben wir hier an Kapazität? 20 oder sowas? 21? Ja, sehr gut. Dann haben wir hier... Ja, guck mal, hier liegt Stahl. Bretterstahl, Wenzen. Ja, für wen liegt denn hier Stahl? Ja, Blödsinn, das sind Werkzeuge und Maschinen. Vor lauter Euphorie dachte ich schon, das ist Stahl. Nee, aber Stahl kommt. Hier mit dem LKW. Das wird schon passen. Das müsste eigentlich funktionieren. Da müsste der hier eigentlich noch mehr Gewinn machen, weil er eben keine Leerfahrt mehr hat zurück. Das ist ja schon sehr nett. Schauen wir mal. So, warum nicht mal einsteigen? Wir waren hier schon länger nicht mehr unterwegs. Ui, der hat auch ein schickes Tempo hier. 160 km/h. Ordentlicher Güterzug. Sehr schön, wenn er da natürlich noch Stahl drauf hat. Ja, wobei es geht abwärts. Der ist auch mit Stahl schnell. Weil es einfach abwärts geht. Von der Strecke her. Jetzt mal cool noch die Einfahrt gucken hier in den anderen Bahnhof rein. Haben wir so natürlich noch nicht gesehen. Weil wir es ja neu gebaut haben. Hier haben wir freie Fahrt. Sehr gut, da kommt der Kollege entgegen. Schwer beladen hier mit seinen Brettern. Ja, ein paar Bretter hätten noch Platz gehabt, aber okay, dadurch, dass sich das jetzt ein bisschen verzögert, wird sich da oben vielleicht ein bisschen mehr anstauen an Brettern. Hat auch seine Richtigkeit. So, jetzt. Wo muss der rüber? Ist jetzt dran vorbei? Ach ne, hier ist der einfach. Genau. Sehr schön. Macht er sauber, wie er das schwungvoll nimmt hier. So, habe ich noch was vergessen? Oben? Dass da noch irgendwie ein LKW hin muss? Nö. Nö, das passt so. So, hier Stahl abladen, wenn er welchen hätte. Und dann leer die paar Meter darauf. Die machen wir auch noch, weil das ist auch eine neue Strecke. Und da oben kann er dann seinen leeren Zug wieder bepacken mit Brettern. Ja, passt. Danke für diese Idee. Wir haben sie jetzt noch... Ja, nee, eigentlich haben wir sie gar nicht umgemodelt. Wir hatten einfach schon einen zweiten Zug drauf. Also von daher, die Idee, die kommt von euch. Danke dafür einmal mehr. Was würde ich nur ohne euch tun? Die ganzen Ideen, die ihr immer habt. Das ist natürlich schön.
Viele Leute gucken zu, viele haben Ideen und da sind immer wieder sehr gute dabei, ganz klar. So, einmal durch die Röhre durch. Hinten raus. Ich denke, das ist jetzt doch relativ gut geworden. Er kann hier natürlich nicht mit 160 durchdonnern. Das muss er aber auch nicht. Das ist gar nicht die Idee. Sondern ich wollte aber nicht, dass er hier tatsächlich immer mit 30 Kurve um Kurve fahren muss. Ja, ja, hier kommen wir schön rauf. Haben hier sogar noch ein bisschen so einen künstlichen Damm hingestellt. Auch in Ordnung. Ja, 90, 96. Ja, ja, das passt. Das passt sehr gut. Jetzt da oben. Brauchen wir hier eigentlich noch ein Signal? Nee, ist ja eingleisig in dem Sinn. Man könnte eins hinstellen, weil wir keinen Gegenverkehr haben. Auf dem Gleis wird ja nur in eine Richtung gefahren. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Der fährt einfach, wenn hier ein Zug drin ist, fährt er, glaube ich, gar nicht los unten im Bahnhof. Der wartet, bis der weg ist. Und das kann er. Dann verteilen sich diese Züge auch noch ein bisschen. Das ist ja auch nicht wirklich verkehrt. So, hier liegen ordentlich Bretter rum. Das heißt, wir müssen hier jetzt eigentlich wieder vernünftig beladen werden. Zack, da stehen wir. Wir gucken. Ja, ich denke, die 198, die müsste eigentlich bekommen. Ja, das müsste reichen. Ja. Und, nee, nicht ganz. Bis auf 13 Bretter. Man sieht auch, wie schön das dargestellt ist hier. Der letzte Wagen. Da fehlen ein paar Bretter, aber das sind ja doch ein paar. Gut. Jetzt kontrollieren wir das Ganze nochmal, würde ich vorschlagen. Jetzt gucken wir nochmal beim zweiten Zug. Ob der vielleicht schon Stahl dabei hat. Ja, ein bisschen was hat er. Guck mal hier. Da liegen ein paar Platten drauf. 3 von 18. Das wird sich auch noch ändern und bessern. Mal hier gucken. Ja, was machen die denn mit dem Stahl? Hier hinten haben wir zu viel Stahl. Wenn sie den hier abtransportieren. 21 Einheiten. 124. Ich glaube, wir setzen hier nochmal ein, zwei LKWs rauf. Wo war das Depot? Hier unten. Moment, das müsste man noch richtig anklicken. Das ist nicht das Depot, das ist das Depot. Okay, Straßenfahrzeuge, Güter. Welchen LKW haben wir? Wir haben. Einen von hier unten, dachte ich. Den hier, kann das sein? Sonst haben wir den jetzt. Oder haben wir den? Ne, wir haben den. Okay, das wäre dann eben Stahl. Unter km/h passt. Machen wir nochmal 3 Stück. Jawohl. Linie zuweisen. Stahl. Ja, müssen wir schnell hier rauf. So, die kommen mit. So. Stahl. Da, Stahlzubringer. LKW. Passt. Okay, dann können die hier mithelfen, dass hier wirklich genug Stahl hinkommt. Dann fahren nämlich auch die Züge nicht halb leer rum. Das passt. Ja, das sieht man. Jetzt haben wir hier Stahl. Hier unten ist das Zeichen. Ja, 5 Einheiten. Das sollte noch mehr werden. Wenn hier die ganze Zeit abgeladen wird und da hinten kriegen wir ja genug Stahl, das ist ja kein Ding. Da kommt schon der nächste mit 21 Einheiten. Die müssen eigentlich auch wieder hier auf dem Güterbahnhof landen. Beobachten wir mal ganz kurz. Kontrolle ist besser. Na, ich mache mal ganz kurz schneller. So, wieder langsam. Okay, laden mal ab. Dann können wir gucken, was hier passiert. Da müssten hier eigentlich ein paar mehr dazukommen. Ja, denkste, warum das? Was macht ihr mit dem Stahl hier hinten? Wir haben immer noch nur 5. Bedarf. Maschinenfabrik. Das ist natürlich Käse. Jetzt stelle ich gerade fest. Da wird natürlich auch Stahl an die Fabrik geliefert. Ja, wobei, jetzt haben wir 14 Einheiten. Die brauchen natürlich auch Stahl. Das ist so die Grundidee des Ganzen. Das waren eigentlich unsere Stadler Butler hier unten. Das kann man so nicht unterbinden. Wir müssen es sonst anders machen. Wir müssen sonst... Ja, das können wir ja vielleicht noch machen. Dass wir einen LKW-Port bauen, das nicht verknüpft ist hier mit dieser Fabrik, sondern nur verknüpft ist mit dem Bahnhof. Dann sollte der Stahl eigentlich tatsächlich nur an den Bahnhof kommen. Wobei, jetzt haben wir 14 Einheiten. Es bessert. Aber ich denke, das ist etwas, das machen wir in der nächsten Folge noch. Das ist ja keine große Sache. Wir müssen einfach gucken, wo wir das Teil hinstellen, dass die Fabrik hier nicht partizipiert, aber dafür der Bahnhof. Und dann müsste das eigentlich so sein, dass wir tatsächlich genug Stahl kriegen. Außer hier vorne bricht dann die Stahlproduktion zusammen, weil die das produzieren für die Fabrik. Aber das, das werden wir dann ja sehen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Selbe Zeit, selber Kanal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.